sind schon bei Videotagebuch Nummer 2 für Auswandern Ungarn. Wer hätte das gedacht? Die Zeit rennt und ja, es geht so langsam voran, langsam, aber sicher, vor allem mit dem Ungarischlernen. Darauf kommen wir gleich zurück. Ich zeige euch gleich, was wir so gelernt haben die letzte Woche, was wir aber noch nicht wirklich können. Und in diesem Video geht es darum, dass die Molla Geräusche macht. Nein, dass wir euch mitteilen, was wir so für uns ausgerechnet haben, was wir so für Lebenshaltungskosten haben in Ungarn. Calvino guckt da gerade was an seinem Handy, deswegen habe ich das jetzt, habe ich gedacht, hä, was ist das für ein Geräusch? Genau, wir haben das einmal so alles für uns ausgerechnet und grob überschlagen und daran lassen wir euch teilhaben. Das machen wir aber nicht jetzt. Jetzt zeige ich euch, was wir für Ungarisch gelernt haben erstmal. So, und zwar habe ich das ja hier an die Tafel geschrieben, in Anführungsstrichen. Einmal von 1 bis 10 und dann habe ich nur noch 20, 30, 40 und so. Das kann man dann ableiten von den oberen, genauso wie hier die 100er und 1000. Weiter sind wir noch nicht, aber wie gesagt, das können wir noch nicht. Ich sag mal so, bis hier, also bis 100 könnte man noch zählen mit Nachdenken, bis 10 ohne Nachdenken. Und die Wochentage üben wir gerade. Und hier sind die Wörter, die wir letzte Woche gelernt haben. Wir dürfen uns ja jede Woche 2 Wörter aussuchen. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, weil viele, die Ungarisch sprechen, gucken ja zu. Und zwar hatten wir Brötchen. Das sagt uns der Google-Übersetzer ein Wort, das weiß ich jetzt nicht, das habe ich vergessen. Aber wenn wir in Ungarn sind, dann sagt man an diesem Kiosk, wo wir Brötchen holen, sowas ähnliches wie Gemle, oder Calvino? Dies Gemle Kehren. Genau. Ja, also so Gemle oder wie auch immer man das ausspricht, heißt Brötchen. Aber das Wort, wie wird das geschrieben oder ist es richtig? Kann man es bitte jemand in die Kommentare schreiben? Also ich glaube, ja, das G, dann das erste E ist normal. Ja. Also G, E, M, L. Und dann das E mit dem Strich. Ah ja, okay. Glaube ich. Ja. Weiß ich. Vielleicht kann uns das ja mal bitte jemand in die Kommentare schreiben. Wir hatten nämlich einen super Kommentar auch zu dem Wort mit. Da hatte Calvino ja, das war ja sein Wunschwort und er hatte Valvel geschrieben, heißt es. Genau, das stand da so. Aber uns wurde gesagt, das Wort mit gibt es gar nicht, sondern die Endungen der, ich glaube, Substantive. Der Wörter. Ich kann euch das ja mal vorlesen, was mir in die Kommentare geschrieben wurde. Das hat nämlich eine Dame geschrieben. Ich glaube, sie hieß Martina. Die kann es. Die kann das so super erklären, das Ungarische. Moment, ich suche mir da mal. Ich habe mir extra den Kommentar gescreenshottet, damit ich es immer wieder lesen kann zum Lernen. Dum, dum, dum. Hier. Mit gibt es nicht als Wort. Genau, Martina heißt sie. Okay, den Nachnamen habe ich rausgeschnitten, weil ich glaube, den darf ich nicht sagen. Martina. Liebe Martina, vielen Dank für deine tollen Kommentare. Mit gibt es nicht als Wort. Es ist lediglich eine Endung. Sieht so aus. Wel/wal. Die Ungarn haben nämlich gar keine Präpositionen. Sie hängen entweder Endungen an oder stellen das entsprechende Wort nach. Das heißt Postposition. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Mit dem Auto gleich Auto/wal. Sorry, wenn ich das falsch ausspreche, ne? Also Auto, auf dem O ist der Strich für langes O. Ein Phänomen ist die sogenannte Assimilation. Das heißt, ganz oft nimmt das V von Fall/Fell die Gestalt des letzten Buchstabens an, auf den das Substantiv endet. Und dann wieder Beispiele. Citromal gleich mit Zitrone. Aber in Klammern, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, Zitrone mit. Und dann gibt es hier halt ein paar Beispiele. Eins kann ich gar nicht aussprechen. Das wäre für euch sehr lustig. Ja? Ich habe dann logisch nachgedacht, dass zwei Brötchen mit Sesam auf Ungarisch heißen könnte. Und was heißt zwei Brötchen mit Sesam auf Ungarisch? Kertü, Gemle, Sesamwal. Ah. Meinst du, dann wird das an Sesamwal dran gemacht? Ich denke mal, die Ungarn würden das also verstehen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit noch nicht aus. Ja, und so hat sie das halt geschrieben. Sie hat auch noch was
zu andere Kommentare geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob Sesam auf Ungarisch heißt. Das weiß ich auch nicht. Ich dachte, du hast es geschaut. Ja. Genau, also dann müssen wir diese Woche die Wörter wieder ändern am Kühlschrank. Und ich habe dann ein Buch, wo ich die reinschreibe, die von der Vorwoche sind, damit wir halt so die Vokabeln immer wieder auffrischen. Genau, das ist der Plan. Dann gehen wir jetzt, deswegen zieht Calvino sich gerade an, wir gehen jetzt zum Bernd zum Laden, denn wir haben ja in dem letzten Videotagebuch Auswandern Ungarn damit aufgehört, dass wir diese Wohnkarte online beantragen wollten, was sehr nervenaufreibend war. Das ist jetzt für uns, war das gestern? Ne, das war vorgestern, genau. Wir haben sehr viel Käsekuchen gegessen und das war sehr ätzend und nervend. Ich hasse solche Sachen, so was Sachen ausfüllen, Anträge und so, aber es nutzt ja nichts. Bernd hat die Papiere alle mitgenommen zum Laden. Wir gehen jetzt dahin, essen den Rest Käsekuchen auf und dann hoffen wir, dass wir das heute erledigt bekommen. Ich bin gespannt, ob es klappt online. Das wäre echt super, aber ja, wir sind nicht so sicher. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit, die Kamera, und ob wir da heute schon, ich glaube nicht, dass wir heute eine Entscheidung bekommen, ne? Aber ja, lass uns überraschen. Ah. Happy mit Daddys Arbeitsplatz? Hallo, meine Schatz. Hallo. Ja, hast du jetzt schon alles hoch, also gescannt oder? Gescannt habe ich schon alles, muss halt jetzt nur noch hochladen. Zu dieser Seite, wo wir den Link ja schon im letzten Video, Teil 1. Was macht die Morla jetzt? Gesetzt haben. Die Morla macht das? Hallo. Boah, hast du alles noch nicht gesehen hier, ne? Oh, da kann man das jetzt sehen, dass man das... Ach, jetzt hat Bernd gerade Kundschaft. Einen Moment. So, jetzt aber, ein paar Stunden später gefühlt, das ist alles ziemlich wir hier mit dem ganzen Gesetzen, mit Anrufen, Abholen und so, deswegen dauert das manchmal etwas länger. Aber ich wollte euch zeigen, ihr habt es ja eh nicht gemerkt, wie lange das gedauert hat. Hier steht jetzt halt, dass man es hochgeladen hat. Das ist am Computer wesentlich einfacher als am Handy. Da ist die ganze Seite viel schöner aufgebaut. Man hat viel mehr Platz. Hallo. Hallo. Und genau, da kann man einfach hier Upload ich drücken. Kann einfach so ein Stück Käsekuchen nehmen. Ja, klar. Kannst du einfach so nehmen. Und ja, dann sieht man, dass es hier ist. Und hier wird direkt angezeigt mit einem Tick, also mit Haken, ist erledigt. Und das ist noch missing. Das müssen wir noch machen. Und das machen wir jetzt einfach mal alles und dann melden wir uns wieder. Also Bernd hat jetzt seins abgeschickt und kann diese... Ja, mal geguckt, ob du filmst, weil ich hier meine Kreditkarte... Nein, ich filme auf mich. Man muss ja diese Gebühr bezahlen. 1500 Forint ist es jetzt hier bei uns. Und das kann man mit der Kreditkarte bezahlen. Wenn man nämlich den Termin da hat in Ungarn bei diesem Ausländerbüro, da muss man das, glaube ich, mit Postmarken oder so hieß es immer machen, ne? Man kann doch die Rechnung mir schicken lassen. Okay. Ja, was haben wir jetzt alles mit abgeschickt? Die Geburtsurkunde von Livia, Personalausweis, dann diesen Antrag ausgefüllt und gescannt, also handschriftlich ausgefüllt und unterschrieben. Unseren Grundbuchauszug. Haben wir auch Kontoauszüge? Nö, stand da nicht. Stand nicht. Die werden sich ja melden. Die haben ja unsere E-Mail-Adressen. Und die haben sich ja, als ich da den Termin buchen wollte, haben die sich auch innerhalb von einer halben Stunde gemeldet. Also wenn was fehlt, werden die sich schon melden. Ja, so, wir haben alle Anträge eingereicht und jetzt hoffen wir, dass das so durchgeht. Ne, Molly? Geht das so durch, meinst du? Ich glaube nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass da noch einiges auf uns zukommt. Aber ja, wir lassen uns mal überraschen. Zur Not kann man ja immer noch jemanden beauftragen, der das macht. Aber erstmal wollten wir das versuchen, ne? Ja, genau. Genau. Da lachst du. Da lachst du. Ja gut, ihr Lieben. Dann bis gleich. Also an einem anderen Tag filme ich hier einfach weiter fürs Videotagebuch. Herzlich willkommen zum Kaffee und Kuchen. Es gibt heute Marmorkuchen und Käsekuchen. Kaffee und Kuchen bei den Eunuchen. Der Bernd ist krank, den darf ich nicht zeigen. Der hat ein Fletschauge, darf ich zeigen? Er mutiert zu Kaldal. Ja, gestern habe ich gesagt, sollen wir das eben aufnehmen? Dann hast du gesagt, nee, ich will mein Fletschauge nicht zeigen. Ich hatte einfach keine Lust. Ja. Heute ist die Laune besser. Okay. Die Laune ist immer gut, ich hatte einfach nur keine Lust. Immer wenn Kuchen auf dem Tisch steht...
geht's bei uns zum Auswandern Ungarn. Ja. Ich habe ein paar Informationen. Erstmal wollte ich noch sagen, dass wir, als wir den Antrag eingereicht haben, ich habe sofort eine E-Mail bekommen. Sofort. Na, dass mein Antrag eingegangen ist und dass das Geld bezahlt wurde. Zwei E-Mails habe ich bekommen. Und der Bernd hat nur eine E-Mail bekommen, das bezahlt ist, aber nicht, dass der... Nicht, dass der Antrag eingereicht wurde. Und da wartet er jetzt seit wie vielen Tagen drauf? Nachdem wir das gemacht haben. Ja. Wann war das? Montag. Und heute ist Mittwoch. Genau, seitdem nichts mehr gehört. Die Folge haben mich nicht. Na gut, du hast ja Glück, dass du mich geheiratet hast. Ja, und wir haben noch ein paar Informationen. Ich hatte euch ja Anfang des Videos schon erzählt, dass wir nochmal auf die Lebenshaltungskosten eingehen wollen in Ungarn. Und ja, da haben wir dann mal so nachgerechnet, was wir an Strom zahlen werden. Bin ich überhaupt scharf? Ich meine nicht, dass es schlimm ist, wenn ich nicht scharf bin, aber... Scharf als Ziege. Genau. Also, wir zahlen hier in Deutschland für ein Kilowatt 24,395 Cent. Und in Ungarn zahlen wir dann für ein Kilowatt 2,8. 10 Huf. Und das sind dann umgerechnet 0,028 Cent. Nein, Euro. Cent. Ja, Euro. Ja. 2,8 Cent. Okay. Dann haben wir einen Grundpreis in Ungarn von 2000 Huf. Das sind 5,71 Euro. Und in Deutschland einen Grundpreis von 21 Euro. Monatlich. Monatlich. Ja. Dann gab es noch allerhand Vergünstigungen in Ungarn. Dieses Jahr? Gab es dieses Jahr, ne? Die Vergünstigungen. Ja, letztes Jahr auch schon. Ja, aber dieses Jahr, die, was du mir jetzt hier aufgeschrieben hast, sind von diesem Jahr. Das mit dem Schornsteinfeger ist immer, mit der Grundsteuer ist immer und das mit dem Müllabfuhr ist immer. Ah, okay. Oh. Und diese Geranien und dieser Fresskorb zu Weihnachten und das, diese 5000 Huf, die waren wohl... Also, und zwar war da wohl irgendwas an Steuern über in Ungarn. Und es ist ja generell so, zumindest bei uns in der Gemeinde, ist es so, dass man keine Grundsteuer bezahlt, keine Müllabfuhr bezahlt und kein Schornsteinfeger nicht bezahlt. Das ist aber von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Und das kann sich, glaube ich, auch ändern, aber bei uns ist das bis jetzt auf jeden Fall so. Und es gab jetzt zusätzlich noch am Weihnachten 5000 Huf und ein Obst- und Schokokorb für jeden, ne? Mhm. Weil war was über. Für jeden Haushalt. Ist das nicht Wahnsinn? Einfach so. Wie viel sind 5000 Huf? Hast du das mal umgerechnet? Zufälligerweise. Einfach so. Das ist doch, wird es ja in Deutschland nicht geben. Ich meine, 5000 Huf? Ja, sind? Ungefähr 14 Euro. 14 Euro. Und letzte Woche gab es 15 Hühner? Nein, letztes Jahr. Hier steht letzte Woche, aber ist ja egal. Letztes Jahr gab es 15 Hühner. Und diese Woche gab es 15 Geranien. So, etwas durcheinander. Aber ist ja egal. Ich will damit nur sagen, dass in Ungarn einiges anders läuft. So, das waren jetzt so zu Strom und zu den Vergünstigungen in Ungarn, die es so gibt. Dann haben wir ausgerechnet, dass wir für uns an Kosten bis jetzt haben, was wir noch nicht haben, ist Krankenversicherung. Hausversicherung, weil die haben wir jetzt. Jetzt zahlen wir 10 Euro im Jahr, weil das ja ein Ferienhaus ist, was noch nicht eingerichtet ist und so. Also was heißt Ferienhaus? Es ist schon ein Wohnhaus, aber es ist halt nicht bewohnt. Und deswegen ist es jetzt teurer, weil halt das Risiko höher ist, dass jemand einbricht. Und wenn wir da einziehen, ist es halt bewohnt, dann ist es günstiger. Erheblich günstiger. Erheblich günstiger, aber es ist dann eingerichtet und deswegen wird es dann teurer, als es jetzt ist. Jetzt 10 Euro zahlen wir im Jahr, ne? Oder im Monat. Im Monat. Es wird günstiger, wenn wir da leben. Zahlen 120 Euro im Jahr. Es wird günstiger, wenn wir da leben. Ja, aber es wird teurer, weil es eingerichtet und saniert ist. Dann haben wir für uns ganz wichtig Netflix oder sowas in der Art wie Netflix, ja, ne? Ja, eins wollen wir machen. 10 Euro im Monat brauchen wir dafür. Dann haben wir Strom, 60 Euro. Wir haben das halt mit den Kilowattstunden aus Deutschland umgerechnet. Plus 50, ein Drittel habe ich draufgeschlagen. Genau. Dann haben wir Wasser, 35 Euro, Gas, 15 Euro, Internet, 25 Euro. Rücklagen, Morli. Rücklagen wollen wir weiterhin bilden. Da bräuchten wir 100 Euro, haben wir so gedacht, haben wir veranschlagt. Essen circa 300 Euro, wobei wir ja sagen müssen, dass wir gerne in die Selbstversorgung
mehr und mehr. Mehr und mehr ist rein. Ist halt alles grob aufgerundet. Genau, wir haben es halt immer aufgerundet. Ne? Und ja, halt, wir möchten gerne sehr viel Selbstversorgung machen. Wenn das jetzt nicht so klappt, ist es auch nicht kein Beinbruch. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir so viel wie möglich selbst erwirtschaften können an Obst und Gemüse. Wobei Obst ja lange braucht wegen Anpflanzen. Kleidung 50 Euro. Wir sind nicht so die Menschen, die regelmäßig shoppen gehen. Aber ab und zu braucht man mal was. Gerade die Kinder brauchen öfter mal neue Sachen, weil sie ja noch wachsen. Mola. Aber für die Kinder haben wir doch extra noch. Levier extra noch. Echt? Habe ich hier nicht stehen. Kleidung 50 Euro, Hygiene 50 Euro, Leben 50 Euro, oh, Tiere 100 Euro. Ja, da ist das mit drin. Bei Tiere ist Livia mit drin. Livia, Nein. Leben ist halt 50 Euro, da ist sowas drin, wie abends mal in eine Kneipe was trinken gehen, mal ein Eis essen oder so. Dann einen Monat macht man vielleicht mal einen Ausflug, der für den anderen Monat weniger. Sowas halt, ne? Wir machen aber ganz selten was. Wir machen eigentlich alles viel zu Hause, spielen genau. viel, wir machen was. Aber mit den viel. Kindern unternehmen wir doch auch mal was. Mal, im Sommer nicht mehr. Halt sagen, boah, 50 Euro ist ja nichts, aber du kannst halt, ja. du kannst halt ein komplett Spaßbad wie hier, wo du 80 Euro bezahlst, kommst du da schon für 8 bis 10 Euro mit der ganzen Family für den ganzen Tag rein, ne? Ja. Weil das sich für viele jetzt 50 Euro vielleicht nee, weniger hat, ne? Aber ich würde es ja nur erklären. Ja, ja, aber selbst wenn es wenig ist, das haben wir ja für uns ausgerechnet, sowas muss ja jeder für sich selber ausrechnen. Für seine Familie. Andere gehen vielleicht dreimal die Woche essen und ganz andere sagen, für die ist 50 Euro viel zu viel im Monat. Ja, die Mama sagt auch. Ja, und Tiere haben wir 100 Euro, weil wir gerne, also Liz Murphy haben wir auf jeden Fall, wir hätten gerne Hühner, wir hätten gerne Hasen. Calvino möchte Schildkröten haben. Ja, Hühner und Hasen hauptsächlich als Barf für den Smurfy. Und den anderen 18 Hunde. Und wir möchten noch mehr Hunde haben. Genau, auf jeden Fall ein Beagle noch für den Smurfy. Und, weiß ich nicht, sowas wie ein Rottweiler oder ein Bernardiner oder beides. Ja, deswegen haben wir 100 Euro für die Hunde veranschlagt. Ja, Molly? Genau. Und zum Ungarisch lernen. Wir sind noch nicht weitergekommen. Es ist wie gesagt Mittwoch, aber wir haben noch nicht weitergemacht. Die wissen, was Brötchen heißt. Habe ich schon am Anfang vom Video gefragt. Ja, ich noch nicht dabei. Ob dass sie das bitte in die Kommentare schreiben. Ja, habe ich schon gesagt, was wir drüber sagen? Ja, Jemle, habe ich gesagt. Ich weiß noch nicht, ob wir es richtig aussprechen. Ich weiß noch, es haben, ist halt das, was die uns in Ungarn am Brötchenladen so beigebracht haben. Ne, ne Karl? Deine Augen, Karl Dall. Upsa. Molly! Du lernst am schnellsten Ungarisch, in ne? Hose. Ja, jetzt ist wieder ganz dunkel. Tada, es werde Licht. Das war's. Das war das Videotagebuch Teil 2. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Das dritte Videotagebuch kommt dann erst, wenn es Ergebnisse gibt, wieder. Für die Wohnkarte. Ne? Okay. Oder wenn ich fürs Auto, für Versicherung ein bisschen erfahren. Stimmt. Der Bernd wollte bei unserem Versicherungsmenschen, der auch Deutsch spricht, nachfragen, was das Auto kostet und so. Ein paar hatten von euch auch in die Kommentare unterm letzten Video geschrieben. Aber dennoch wollten wir das mal erfragen, was, wie das für unser Auto aussieht. Und das Ergebnis würden wir euch dann auch im nächsten Videotagebuch mitteilen. Genauso wie die Adresse, nicht Adresse. Entschuldigung, die Kontaktdaten von unserem Versicherungsmenschen. Das ist ein deutschsprachiger. Von welcher Versicherung? Weiß ich nicht. Kommt alles im nächsten Video dann, wenn. Ja. Ne, gehen wir darauf ich glaub, ein. Signal oder Allianz. Signal, glaube ich, ja. Egal. Im nächsten Video dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.